Strommasten gehören zum Landschaftsbild in Deutschland dazu. Dennoch, viele Bürgerinnen und Bürger möchten zwar weiterhin zuverlässig Strom aus der Steckdose haben, aber keiner möchte zusätzliche Leitungen vor der Haustüre oder über dem nahegelegenen Naturschutzgebiet. Teilweise gut verständlich. Darum kommen beim Netzausbau manche Leitungen unter die Erde. Aber warum nutzen wir nicht ausschließlich diese Technik? Otte erklärt's. Hallo, mein Name ist Matthias Otte und im heutigen Video geht es um das Thema Erdkabel. Erdkabel sind quasi das Gegenteil von Freileitung. Freileitung kennt jeder. Mast, Leitung, fertig. Erdkabel liegen, wie der Name schon sagt, unter der Erde. Sie benötigen speziell in der Bauphase vor allem eins: Platz. Eine Kabeltrommel eines Wechselstromkabels von einer Länge von ca. 1000 Metern zum Beispiel hat einen Durchmesser von 4,6 Metern und wiegt ganze 55 Tonnen. Und man braucht natürlich mehr als nur eine Rolle. Das ist keine Nebensächlichkeit, denn so ein Gewicht kann man nicht auf jeder Straße transportieren. Okay, mal angenommen, das Kabel ist an seinem Ziel angekommen. Dort wird es in 1,5 bis 2 Metern Tiefe vergraben. Dazu werden Kabelgräben im Abstand von mehreren Metern ausgegraben. Wie viele dieser Gräben es für eine Leitung braucht, hängt unter anderem von der zu übertragenden Leistung ab. Ganz wichtig, die einzelnen Bodenschichten werden separat ausgehoben. Nach dem Einbau kommen sie dann wieder Schicht für Schicht zurück. So behält der Boden die Eigenschaften wie vor dem Bau. Auf den Flächen über dem Kabel können dann wieder Pflanzen wachsen. Nur solche, die tief wurzeln, sind tabu. Zum Beispiel Bäume. Landwirtschaft ist aber weiterhin möglich. Es kann aber auch vorkommen, dass sich der Boden gar nicht aufbuddeln lässt. Zum Beispiel, wenn es durch Naturschutzgebiete geht. Oder bei einer Flussquerung. Dafür gibt es dann Alternativen, sogenannte Spülbohrungen. Klingt kompliziert, ist es auch. Im Prinzip wird der Boden aber mit einem riesenlangen Bohrer durchbohrt und das Kabel in das Loch eingezogen. In der Tat ist die Verlegung von Erdkabeln also im Vergleich zu Freileitungen um einiges aufwendiger und obendrein 2 bis 10 Mal teurer. Außerdem dauert im Falle eines Falles die Reparatur länger und ist ebenfalls deutlich kostspieliger. Damit nicht zu viel gegraben werden muss, aber vor allem um Grundstücke und die Natur zu schonen, gilt bei der Planung von Erdkabeln grundsätzlich das Prinzip der Gradlinigkeit. Zwei Punkte sollen immer mit der kürzesten möglichen Leitung, also mittels einer Gerade, verbunden werden. Nur beispielsweise bei der Umgehung von Siedlungen oder Naturschutzgebieten machen wir Ausnahmen. Ein weiterer wichtiger Faktor: Wärme. Der Boden leitet die Wärme der Erdkabel schlechter ab als die Luft bei einer Freileitung. Nach aktuellem Forschungsstand gibt es an der Oberfläche aber keine erhebliche Erwärmung. So erhält nach Ende der Bauarbeiten und einer Erholungsphase der Boden in der Regel wieder seine ursprünglichen Eigenschaften zurück. Wo Strom fließt, entstehen immer auch magnetische und elektrische Felder. Das ist bei Erdkabeln nicht anders als bei Freileitungen. Aber großer Vorteil der Boden gegenüber der Freiluftvariante: das elektrische Feld wird vom Erdkabel selbst abgeschirmt und kommt nicht nach außen. Und wie sieht es beim Magnetfeld aus? Wir achten natürlich genauestens darauf, dass die Grenzwerte auch bei Erdkabeln eingehalten werden. Und die Entscheidung darüber, ob ein Kabel als Erdkabel verlegt wird, treffen übrigens nicht wir, sondern der Gesetzgeber. Seit 2015 werden Gleichstromleitungen vorrangig als Erdkabel verlegt. Damit soll vor allem die Akzeptanz für den Ausbau verbessert werden. Ausnahmen gibt es zum Beispiel, wenn Umwelt- und Bodenschutz kein Erdkabel zulassen. So weit, so gut. Und was bedeutet das jetzt für den Netzausbau? Erdkabel können eine super Möglichkeit sein, den Netzausbau ohne großen Einfluss auf das Landschaftsbild zu gestalten. Denn wir sehen sie einfach nicht. Aber es ist nicht ganz so einfach. Umweltschutz und die höheren Kosten müssen immer berücksichtigt werden. Obwohl wir also alle am liebsten keine Leitung in der Landschaft sehen würden, sollten wir das nicht um jeden Preis erkaufen wollen.
Alle wichtigen Informationen zu diesem Thema haben wir wie üblich unten in der Infobox verlinkt. Um nichts zu verpassen, empfehle ich ein Abo und auch die Glocke zu drücken. Dann sehen wir uns nämlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihr Matthias Otte.